Das hier hinter mir ist mein Esszimmer, Küche und das soll mein neues YouTube-Studio werden. Ich habe das ja schon mal angefangen aufzubauen und das war halt nie so richtig fertig und ich habe da nie wirklich viele Videos hier gedreht, aber das soll sich ändern, ich habe hier einiges vor. Also hier drüben ist mein Wohnzimmer, mein Aquascaping-Studio mit den ganzen Aquarien und hier ist dann die Küche. Es ist ziemlich unaufgeräumt, weil ich habe die letzten Tage schon angefangen. Es steht gerade auch Wäsche hier und hier ist die Küche, aber ich will euch das nicht zu genau zeigen. Aber hier ist ein bisschen Chaos, ich habe halt viel schon angefangen umzuräumen. Hier steht Zeug, hier drüben steht Zeug. Aber was ich auf jeden Fall ändern soll, ist die Wand hier. Also ich habe hier mein Moosbild, das sieht immer noch gut aus. Und hier so IKEA Bester-Schränke. Hier sind auch meine Fliegen, was gezüchtet werden und noch viel Zeug. Also es ist echt ein großes Chaos hier. Aber ich zeige euch das trotzdem und zeige euch, was ich hier so vorhabe. Hier auf die Wand soll ein Regalsystem kommen. Die Bank und der Tisch sollen raus. Bei den zwei Aquarien, beziehungsweise Aquarium und Terrarium, weiß ich noch nicht, ob die hier bleiben. Muss ich mal schauen. Und hier der Bester-Schrank soll auch ein bisschen verändert werden. Hier drüben das hohe möchte ich abbauen. Das oberste soll hierhin, damit es einfach schön einheitlicher ist. Ich weiß noch nicht, ob das hier dann bleibt. Da muss ich noch schauen. Aber ich würde sagen, das mache ich jetzt mal. Also ich muss hier zuerst ein bisschen ausräumen. Hier sind zum Beispiel lauter Boxen und ein bisschen Zeug. Das muss ich noch sortieren. Dann habe ich hier zwei Pflanzen, die müssen auch erstmal auf die Seite. Dann können wir gleich ein bisschen Staub saugen. Hier ist alles voll mit Einkaufstaschen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mit der Zeit sammeln sich die immer wieder. Wenn man da mal eine vergisst, dann kauft man sich wieder eine und dann hat man irgendwann einfach zu viele davon. Dann hier die Couch, also ich bin da echt nicht sicher, was ich mit der machen soll. Ich finde die richtig cool und ich will die nicht hergeben, weil die gibt es auch nicht mehr von IKEA. Also die war von IKEA, war auch gar nicht so teuer. Ich glaube so um die 500 Euro für die hier. Ich habe auch den passenden Sessel dafür drüben und ich kann und werde die Bank erstmal drüben vors Fenster stellen. Das geht sich platztechnisch, glaube ich, aus. Das werde ich gleich probieren. Und dann schaue ich mal, wie das dann wirkt. Aber ich bin da nicht ganz so zufrieden damit, mit der Position. Ich habe aber nirgendwo richtig Platz, wo ich sie hinstellen kann. Und hier bin ich auch nie gesessen. Ich habe zwar hier in meinem Esszimmer ein Wohnzimmer-Setup gehabt, also eine Bank und einen Tisch und so, aber ich habe hier eigentlich nie wirklich Zeit verbracht. Also die meiste Zeit verbringe ich drüben im Aquascaping-Studio irgendwas an den Aquarien machen oder am PC. Und ja, deshalb soll hier jetzt mehr so ein Studio-Setup herkommen. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich mit der Bank machen soll. Ich bin am Überlegen, ob ich sie verkaufen soll. Aber ich finde es schade, die ist halt noch in einem sehr guten Zustand. Also die Bank schaut gut aus. Beim Stuhl, beim Sessel, den werde ich auf jeden Fall aufheben. Und der hat auch schon leider einen Chlorfleck, also einen braunen Fleck, der nicht mehr weggeht, also vom Chlor. Aber die Bank hier ist noch schön und da bin ich am Überlegen, ob ich sie verkaufen soll. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Schreibt es vielleicht gerne in die Kommentare. Und jetzt heißt die Bank rausbringen. Das geht sich aus. Aber gar nicht so einfach, weil ich kann die jetzt nicht einfach hinschieben, sondern ich muss die aufstellen. Also erstmal noch ein bisschen absaugen. So, mal schauen. So. Hier das Aquarium, da bin ich schon am Vorbereiten fürs nächste Projekt, aber das wird noch ein bisschen dauern. Die Steine von Acker, nochmal schnell überall drüber saugen, weil wenn ich jetzt die Bank hinstelle, soll es natürlich drunter sauber sein. Naja, das muss ganz drüben sein. Ich könnte das Aquarium hier hinstellen. Schaut ja so eigentlich schon ganz gut aus, also es ist okay. Es wird, glaube ich, in echt alles ein bisschen größer hier in den Raum. So groß ist der gar nicht. Ist natürlich schon nicht der kleinste Raum, aber er könnte ruhig doppelt so groß sein. Dann hätte ich ein bisschen mehr Platz, das wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, fürs Erste passt das mal so. Aber im Raum ist jetzt schon relativ wenig Platz. Aber dafür kann ich mich jetzt hier eher hinsetzen und auch mal einfach nur nichts tun und meine Aquarien und Terrarien beobachten. Weil da habe ich alles im Blick. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. So, und jetzt hier werde ich mal ein bisschen aufräumen
und euch dann alles zeigen. Ich werde den obersten Best auch gleich runternehmen. Ich hätte hier so eine Platte hingegeben, weil das hier nicht bündig ist, das und das. Weil der hier steht ganz an der Wand und kann nicht weiter noch in die Richtung, weil da das Fensterbrett ist. Und der hier oben geht nicht mehr auf, wenn ich den ganz an die Wand schiebe. Deshalb ist hier so eine Kante und das schaut eh nicht so gut aus. Deshalb kommt der da drüben hin. Es sind jetzt schon ein paar Wochen vergangen. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Aber wir haben jetzt schon 2024. Das erste Video in dem Jahr war nicht ganz so geplant. Vielleicht könnt ihr es hören. Ich bin ein bisschen krank. Ich war jetzt die letzten 3 Wochen so in etwa nicht wirklich gesund, Schnupfen, Halsweh und so weiter. Also echt nervig. Ich hatte zum Glück einige Videos mehr oder weniger vorproduziert. Auch das Video, was am 24. kam, das YouTube hat mein Leben verändert Video, das habe ich noch aufgenommen. Da ging es mir zwischenzeitlich wieder ein bisschen besser, aber danach ging es mir wieder schlechter. Deshalb ist es jetzt ein bisschen anders als geplant, weil eigentlich wollte ich das Video zu dem Raum hier erst in ein paar Monaten rausbringen, wenn ich den Raum fertig gebaut habe, sodass das Ganze als Videoreihe kommt. Jetzt habe ich mich erstmal aber dazu entschieden, das Ganze anders zu machen und euch vorher schon zu zeigen und euch zu fragen, was ich hier machen soll. Also schreibt gern eure Vorschläge in die Kommentare, was ihr meint, was gut passen könnte, was vielleicht nicht so oder was ihr gern sehen würdet. Ich habe ein paar Sachen schon gemacht und zwar habe ich das Teil hier, das Regal, was hier oben war, abmontiert. Jetzt steht gerade das Aquarium und ein bisschen Zeug. Es ist noch ein bisschen Chaos und ich denke, der Ton ist noch nicht so gut. Ich habe schon ein, zwei so Soundpaneele aufgehängt, aber es ist trotzdem noch sehr leer hier. Es muss auf jeden Fall noch ein Teppich rein. Ich denke, der wird auch relativ viel machen, weil jetzt ist die Decke und der Boden noch frei und das ist für den Ton natürlich nicht so optimal. Deshalb ist es vielleicht noch ein bisschen halliger und meine Nase ist noch ein bisschen zu, deswegen ist der Ton oder meine Stimme auch nicht so gut. Aber ja, das ist mal so der Plan. Ich nehme euch mal in die Hand und zeige euch nochmal ein bisschen was genauer. Und zwar hier habe ich so Akustikpaneele an der Wand und hier habe ich den einen Kasten, den Bester-Schrank dazu gebaut. Geht sich jetzt mit der Holzplatte nicht ganz so aus, da muss ich von der her, was da drüben steht, ein Stück abschneiden, damit das noch genau gleich da reinpasst, damit das eine Holzfläche ist, weil das schaut, finde ich, besser aus, als wenn die Platte hier frei wäre und nur schwarz wäre. Hier habe ich so meine Fliegenzuchtstation für die Frösche. Hier kann man sehen, sind einige Fliegen drinnen. Da züchte ich immer die Fliegen zum Füttern und habe immer so verschiedene Stadien von den Bechern zum Ansetzen. Jetzt muss ich wieder einen ansetzen, weil der letzte schon ein bisschen her ist. Aber das funktioniert ganz gut. Das wird wahrscheinlich auch hier in den Raum bleiben, aber vielleicht auch irgendwie ein bisschen schöner. Weil jetzt ist ja auch gerade ein bisschen dreckig und ein bisschen Zeug. Auch hier steht noch ein bisschen Zeug rum. Hier ein paar Tools, eine Gießkanne, Pflanzen. Hier ist der Indoor Pound, der mittlerweile kein Indoor Pound mehr ist. Da ist noch Soll drinnen. Aber die eine Echinodorus aus meinem 90p. Da habe ich ein Stück von aufgehoben und einfach hier reingesetzt. Ist komplett abgestorben, also alle Blätter sind abgestorben. Aber dann nach ein paar Monaten ist sie wieder nachgewachsen. Da fülle ich einfach immer nur Wasser nach und habe so ein paar Pflanzen so drinnen, die einfach hier überleben und wachsen. Hier, das habe ich mal ganz ohne Kamera, ohne Videos gemacht. Das Biolo Arc mit verschiedenen Terrarienpflanzen, mit den Sticky Soil. Das wächst auch ganz gut, da habe ich schon einige Pflanzen rausgeholt und hier so mehr oder weniger kultiviert, für die nächsten Projekte schon vorbereitet. Verschiedene Pflanzen, damit ich halt immer einen Vorrat habe an Terrarienpflanzen. Dann habe ich hier 2 Projekte, die noch anstehen. Und zwar einmal das Neoglas Paluda. Da habe ich schon einen Plan und zwar wird das für Vampirkrabben werden. Das werde ich auch die nächsten Monate mal starten. Und hier daneben das 60p, da habe ich noch nicht einen genauen Plan. Das ist noch nicht so geplant, was ich da mache. Ich weiß auch noch nicht, ob die hier stehen bleiben werden. Eigentlich habe ich an der Wand was anderes vor, aber da muss ich mal schauen. Hier das Moosbild, vielleicht kennt ihr das Video. Das schaut immer noch gut aus, kommt vielleicht nicht so rüber, aber es schaut noch genauso aus wie am ersten Tag, also nicht irgendwie verblichen oder so. Auf der Kamera wirkt es ein bisschen bleich, ein bisschen grau, aber es ist eigentlich so wie ganz am Anfang auch, also das funktioniert sehr gut. Dann habe ich hier, das schaut nicht so ideal aus, aber ist auch okay. Also hier habe ich gerade ein Aquarium, das war mein 2. Aquarium, was ich gekauft habe. Und zwar, das hatte ich mit so Drachensteinen eingerichtet, aber nie fertig gemacht. Also ich hatte nur das Hardscape und das hat mir aber nicht so gefallen. Deshalb habe ich es jetzt mal ausgeräumt und da kann ich vielleicht irgendwas anderes draus machen. Ich denke aber, es wird eher so ein Terrariumprojekt in dem Glas hier, weil das auch schon ein bisschen zerkratzt ist und nicht mehr so schön ist. Dann habe ich hier den Tisch und noch drunter schon ein paar Kübel und Kartons, die weg müssen. Aber es ist noch ein bisschen Chaos. Den Tisch werde ich wahrscheinlich hier so mittig in den Raum stellen, damit ich hier filmen kann und Sachen machen kann.
und dahinter die Wand habe. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man krank ist und dann wieder ein bisschen mehr wacht, dann ist es gleich sehr anstrengend. Also ich hoffe, dass jetzt demnächst mal besser wird, weil es ist echt nervig mit der Nase und so und dass man schnell K.O. ist. Aber ja, hier an der Wand habe ich geplant, einen Schwerlastregal aufzubauen. Da gibt es von Ikea eins, was auch richtig gut ausschaut, was da noch gut reinpassen würde. Das Ganze hier ist, ich glaube, von dem Regal bis zu der Wand 2,90 Meter und das Regal wäre dann 2,80 Meter. Ich habe das schon zusammengestellt, ich werde euch das auch einblenden, wie das aussieht. In der Mitte so eine Arbeitsplatte, links und rechts so höhere Regale, dass ich Platz habe. Und ich würde wahrscheinlich auch die tiefe Variante nehmen, die dann halt bis hier so hergeht. Und wo ich dann wirklich viel Platz habe für Abstellmöglichkeiten. Und dass das hier so mein Aquascaping-Studio wird. Aber ohne Aquarien und viel Terrarien, vielleicht so ein, zwei Sachen mal. Aber das soll mehr so der Raum sein, wo ich Sachen herrichte, wo ich Sachen baue. Und drüben ist dann die Galerie, wo ich die Sachen dann auch ausstelle, mehr oder weniger, wo ich sie dann stehen habe. Und das ist so der Plan, dass ich hier so eine Mini-Werkstatt-Studio habe, wo ich Sachen machen kann. Deshalb muss der Ton auch stimmen, damit ich auch Videos machen kann, aber auch der Platz, damit da alles passt. Ich habe auch noch eine andere Idee, und zwar, ich möchte wieder einen 3D-Drucker kaufen. Ich hatte schon früher mal einen, aber das war immer so nervig mit den ganzen Einstellungen und den ganzen Einrichten. Und mittlerweile gibt es da echt gute. Ich habe mich da die letzten Monate schon sehr informiert und werde mir wahrscheinlich bald mal einen kaufen, einen Bamboo Lab, falls dich dabei auskennt. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das mache, aber da möchte ich auch ein paar Sachen drucken. Ich weiß noch nicht ganz genau was, ich habe schon ein paar Ideen. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht auch mal ein paar Sachen davon verkaufen werde. Vielleicht mache ich dann auch so einen kleinen Shop und verkaufe ein paar 3D gedruckte Sachen. Wenn ich ein paar Sachen so entwickle, konstruiere, die ganz sinnvoll sind und ganz praktisch sind, dann werde ich die vielleicht auch mal verkaufen. Bin ich mir aber noch nicht so sicher, aber hätte ich schon irgendwie Lust drauf, so Sachen zu machen. Auch so Sticker in die Richtung, also mit einem Drucker und einem Plotter. Habe ich auch irgendwie Lust drauf, das zu probieren. Da habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt. Falls ihr da irgendwie Erfahrung habt mit Drucker und Plotten, also wo man sich selbst dann richtig gute Sticker machen kann, schreibt mir das gern auf Instagram oder in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was ich da beachten sollte, wenn ihr das vielleicht schon gemacht habt. Ansonsten würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fit, aber es wird schon immer besser, deshalb hoffe ich, dass bald weitergeht. Jetzt auch erstmal wieder so, dass ich einmal die Woche ein Video rausbringen werde, also jeden Sonntag um 15 Uhr und erstmal nicht mehr Mittwoch. Das war ja mehr so fürs 120p, dass ich da immer zu den 120p die Videos am Mittwoch rausgebracht habe. Jetzt geht es erstmal wieder weiter mit wöchentlich. Vielleicht, wenn ich dann hier das Studio habe, mache ich so ein paar Videos über 3D-Druck und andere Sachen, die auch so mit Aquaristik so mehr oder weniger was zu tun haben. Und die kommen dann vielleicht wieder am Mittwoch zusätzlich. Aber bis dahin werde ich mehr den Fokus auf die Sonntagsvideos legen, damit die richtig gut werden und da mehr Zeit reinfließt.